wenn ich, ja, genauso ist es, ja. Nick sagte mir gerade, dass er ein großer Eisfan ist, dass ich nachher noch ein Eis holen will da drüben, ob ich das organisieren könnte. Natürlich kriegen wir das doch hin, ja, das ist doch ganz klar. So, für euch der wichtige Hinweis, die Lieder, die wir gerade gehört haben, die beiden letzten, die habe ich hier in der Hand. Und die gibt es auch heute sozusagen im Nick-Paket für 10 € plus Pro. Also Poster ist auch mit dabei. Das Nick, aktuelle, immer noch ein Alkonar-Paket. Die genau. Beiden CDs und das Poster. Inklusive der Abwischi-Version, der Duett-Version mit dem Vollhorst zusammen. Genau, so ist es. Alles ist drauf. Also gibt es nachher, dazu kommen wir später, denn der ein oder andere liest ja regelmäßig Zeitungen, schaut Boulevardmagazine und die letzten 2 Jahre ging das richtig ab, aber mehr im Negativen. Sie wissen ja, wie das so ist. Man wird verklagt, ja, man muss vor Gericht, gibt einen Prozess und das steht dann immer ganz groß in der Zeitung. Obere Knickzone, so heißt das, ja, wenn man die Zeitung so, die vordere Seite, obere Knickzone, da warst du in allen Boulevardblättern drin. Genau, ich war in allen Medien, ich war in den Hauptnachrichten. Nachrichten, ich war bei RTL, bei RTL 2. Mit diesem Prozess. Mit diesem Prozess. So, und rausgekommen ist aber nach 2 Jahren, und das ist halt das Problem immer, nicht nur in Deutschland generell, ein Freispruch in allen Anklagepunkten. Genau. Das steht aber dann nicht mehr ganz groß in den Zeitungen. Das steht dann auf der letzten Seite, der Freispruch in alle Anklagepunkten, so groß. Ganz klein steht das dann. Deswegen erzählen wir es immer wieder mal, weil die Leute dich ansprechen, sagen, Mensch, der Prozess ist ja denn zu Ende, was ist rausgekommen? Deswegen sagen wir das auch, es ist positiv ausgegangen, Freispruch. Und vor diesem Prozess war es ja so, viele, viele Freunde, gerade im Musikgeschäft, Sie wissen ja, das Musikgeschäft, ja, das ist so ein Kapitel für sich. Und da hast du viele Freunde gehabt, die zu dir gehalten haben und so weiter, die plötzlich aber weg waren, wo der Prozess losging. Genau, das kennt man ja auch im wahren Leben. Sobald irgendwas läuft, sind die Freunde da. Und wenn es irgendwann mal eine schlechtere Zeit gibt, egal in welchem Beruf, egal in welchem Leben, dann sind die Freunde auf einmal weg. Und so war das bei mir auch. Plattenfirma weg, Freunde weg, eigene Familie weg. Nur weil die Presse geschrieben hat, negativ. Genau so ist es. Aber eine Frau hat zu dir gehalten und deswegen bin ich nochmal hochgekommen, um die Geschichte zu erzählen. Nämlich nicht irgendeine Frau, sondern deine eigene Frau, was auch gleichzeitig deine Managerin ist, die Ela. Und du hast gesagt, wie kann ich mich bei Ela bedanken, dass sie in der harten Zeit zu mir gehalten hat, immer mitgezogen hat, auch in ganz schlechten Zeiten, immer dir den Rücken gestärkt hat. Du hast ein Lied gemacht. Genau, ich habe mich dann mit meinem Produzententeam hingesetzt und dann haben wir ein Lied gemacht, das die letzten 2 Jahre, die wirklich hart waren, und widerspiegeln. Und darüber gibt es einen Song. Gibt's jetzt. Und das Ganze heißt, wir wollen dazu sagen, dieses Lied ist auf dem neuen Album dann drauf, was am 1. September auch. Genau, ist ab dem 1. September auf dem neuen Album Schlagersterne drauf. Aber ich habe gesagt, wenn ich hier bin bei euch in Magdeburg, dann mache ich diesen Song schon mal. Und das hat hier eine Premiere, das Ganze heißt Nach all der Zeit. Und bei einem neuen Titel brauche ich natürlich eure Unterstützung. Tut mir bitte einen Gefallen, nimm noch einmal zusammen die Hände nach oben.